Ja, es gibt so ein schönes Foto, das habe ich und Barry liebt es auch. Und zwar war das zu einem großen Jubiläum der Philharmonie und wir waren eingeladen. Es gibt einen Dokumentarfilm von Wim Wenders, da habe ich sozusagen die Philharmonie gesprochen. Und wir waren also eingeladen und ich hatte meine Freundin dabei und traf Barry im Foyer von der Philharmonie, war großes Konzert. Und er sagte, wo sitzt du denn? So, ja, irgendwie im Block A oder so. Ich dachte, ja, sitze ich auch, super Block und so. Und wir gehen also rein und schwatzen und so, gehen in die Philharmonie und setzen uns hin. Denke, ja, so echt hier, so super geile Plätze, so in der Mitte und so, frontal, siehst alles wunderbar. Und ich sitze da mit Barry und unterhalte mich und über uns alle so Politiker, Wissenschaftler, also wichtige Personen. Ich sage, sag mal, wer hat uns denn hier in diesen Block gesetzt? Und meine Freundin sagt nicht mehr, dreht euch nicht um, dreht euch nicht um, dreht euch nicht um. Ich denke, was hat sie denn? Dreh mich um. Sitzt hinter uns Angela Merkel mit ihrem Mann und den damaligen amerikanischen Botschafter. Und Bär und ich, wir sind zusammengebrochen vor Lachen. Wir haben uns nicht mehr eingekriegt. Ihm sagt die ganze Zeit überlegt, wer hat uns vor Angela Merkel gesetzt? Und dann gibt es ein Foto, das war bevor das Konzert denn losging natürlich, dann war man ja still, aber es gibt ein Foto, und ich liebe das sehr, wie wir beide da sitzen. Und alle um uns herum, also Angela Merkel und der amerikanische Botschafter, alle um uns herum, ganz wichtige Leute. Und wir beide so vollkommen enthemmt gelacht, weil wir die ganze Zeit gefragt haben, irgendjemand muss sich einen Scherz erlaubt haben. Was haben wir hier zu suchen? Da muss ich immer denken und da muss ich immer herzhaft lachen, weil, ja, das ist so. Auf der einen Seite sehr präsent zu sein und zu arbeiten, aber auf der anderen Seite ist man jetzt nicht so die Person, die jetzt permanent im Rampenlicht steht und sich von allen Seiten bescheinen und sich so für wichtig hält, sondern für uns oder für ihn ist die Arbeit wichtig. Und alles andere, ja, macht er auch mit Bravour, kann frei reden, unfassbar wie seine Reden. Jedes Mal ist ein Ereignis bei jeder Premierenfeier, wenn er alle vorstellt, das liebe ich sehr. Aber auf der anderen Seite ist für ihn die Arbeit wichtig und die zwischenmenschlichen Beziehungen. Und ja, kennengelernt habe ich ihn natürlich auch mit Kiss Me Kate, mit seinem Hund Mr. Blumfeld, Blumi. Und der hat uns über Jahre begleitet. Und immer, wenn die Sänger zu laut waren, hat er dann angefangen zu bellen. Und wenn es schön ruhig war, schnarchte er dann. Ach, es war wunderbar. Ich habe einfach so viele schöne Erinnerungen, weil wir über 10 Projekte miteinander gemacht haben, dass ich jetzt stundenlang reden könnte. Aber mir geht immer das Herz auf, wenn ich an ihn denke. Und ich bin glücklich, dass er mein Leben so verändert und so geprägt hat. Das hätte ich damals nicht für möglich gehalten, dass so eine Wendung stattfindet nochmal in meinem Leben. Und dadurch fühle ich mich immer noch, ja, jung, frisch, neugierig und ja, gebraucht.